Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Mittwoch, der 5. Januar 2022. Mein Name ist Norbert Gieso. Und bevor wir zu den Konstellationen kommen, eine kleine Parabel. Im alten Japan kam einmal ein Samurai zu einem Zen-Meister. Dieser Samurai war in vielen Schlachten, hatte er gesiegt und er war sehr bekannt. Aber seit einiger Zeit ließ ihn eine innere Frage nicht mehr richtig zum Schlaf kommen, nicht mehr zur Ruhe kommen. Und so hat er von diesem Zen-Meister gehört und suchte also diesen Zen-Meister auf. Und kam zu diesem Zen-Meister und der Zen-Meister sagte: Samurai, was willst du? Und der Samurai sagte: Zen-Meister, erkläre mir den Unterschied zwischen Himmel und Hölle. Daraufhin guckte der Zen-Meister den Samurai verächtlich an und sagte zu ihm: Du hast doch als Samurai nichts auf die Reihe gekriegt. Du bist so ein ganz, ganz trauriger Mensch, der sein Leben verschwendet hat. Das machte den Samurai so quick, in einem Moment so wütend, dass er sein Schwert zog, um den Zen-Meister zu enthaupten. In dem Moment sagte der Zen-Meister: Jetzt bist du in der Hölle. In diesem Moment durchschoss den Samurai Einsicht und er ließ das Schwert fallen. Und da sagte der Zen-Meister: Und jetzt bist du im Himmel. Was damit gesagt ist, dass immer diese beiden Zustände, die hier drastisch mit Himmel und Hölle beschrieben sind, sich immer beide in uns finden und dass wir oftmals selber es in der Hand haben, in welchen Kurs wir ansteuern. Das ist besonders wichtig, wenn man eben eine Betonung des Zeichen Wassermann findet, weil der Wassermann ja als vorletztes Zeichen im Tierkreis ja beide Pole in sich vereint und oftmals auch zwischen diesen hin und her springt, also zwischen Himmel und Hölle, um das Beispiel aufzugreifen, hin und her springt. Und dass daher diese beiden Extreme eigentlich dicht beieinander liegen und oftmals, wie gesagt, nur ein Haar dazwischen liegt im Grunde. Und wir selber können das ja auch immer wieder erfahren, wie eine Information unseren emotional-seelisch-geistigen Zustand innerhalb von Bruchteilen von Sekunden verändern kann, entweder in die eine oder die andere Richtung. Und viel von dem inneren Training, von der Spiritualität geht eben dahin, dass wir da nicht mehr so abhängig von werden, sondern dass wir in uns ein größeres Gleichgewicht finden, was uns unabhängiger macht von dem, was im Außen auf uns zukommt. Außerdem steht das Zeichen Wassermann auch für Technik. Und vielleicht hat der eine oder andere, ich selber durfte das auch erfahren, ja durchaus Probleme auch mit Technik, weil der Wassermann steht im Körper auch für die Nerven und daher auch für alles, was so zusammengehört, also sozusagen, was so zusammengeflochten wird. Also auch eben auch Internet und Cloud-Dienste und all das, die Programmierung, die ganze Technik, Elektronik, das gehört alles auch mit zum Wassermann. Und da läuft Merkur durch und prüft das und es können sowohl Verbesserungen da in unserem System vorgenommen werden, wie aber auch mögliche Mängel oder Schwierigkeiten sich dann zeigen. Gerade jetzt in diesen Tagen, wo auch der Mond durch den Wassermann gelaufen ist, der uns auch, also der Mond steht ja für grundsätzliche Bedürfnisse und dieser Mond sendet im Wassermann eben auch gerne doppeldeutige oder zwiespältige Bedürfnisse. Einerseits, wie ich es gestern schon erklärt habe im Tageshoroskop, möchte er frei sein, andererseits möchte er Teil eines größeren Ganzen sein und ordnet sich dort dann auch ein. Und dieser Zwiespalt treibt oft den Wassermannmond auch hin und her und deswegen ist er vielleicht, wenn wir ihn jetzt mal personifizieren wollen, ist er vielleicht gar nicht so unglücklich, wenn er in der Nacht zu morgen um 1:18 Uhr dann ins Zeichen Fische zu Jupiter und Neptun wechselt. Dieser Wechsel ist ja auch ein ziemlich radikaler von dem Wassermann in die Fische, weil der Wassermann ja auch das Nerven, Elektrizität, auch das Reich des Geistes ist und die Fische ja ein sehr emotionales Zeichen sind. Der Mond fühlt sich ja wohl in den Fischen, weil er da sozusagen in alle Richtungen fühlen kann. Aber er ist dann auch manchmal etwas verloren. Also Themen wie Sehnsucht werden dann sicherlich stärker werden. Auch dieses mehr dieses Gefühl der Verbundenheit
kommt eben ganz darauf an, ob wir uns verbunden fühlen oder nicht. Da also heute Abend der Wechsel des, heute Nacht um 1.18 Uhr der Wechsel des Mondes. Was hier auch ganz interessant ist, ist, dass sich hier Sonne und Venus im Steinbock, dass die aufeinander zulaufen. Venus ist ja noch bis zum 29. Januar rückläufig. Und beide begegnen sich nämlich am Sonntag, in der Nacht zum Sonntag, laufen also in der Woche aufeinander zu. Was durchaus ein positiver Aspekt ist, man kann natürlich sagen, klar, mit Sonne, Venus wollen wir all das Böse und Arge nicht sehen und man stürzt sich vielleicht mehr oder weniger sinnlos in Vergnügungen. Und wenn bestimmte Vergnügungen im Außen Steinbock nicht so zu haben sind, dann stößt man, dann nimmt man diese Vergnügung eben da, wo man sie kriegen kann, zu Hause. Sprich, man isst oder nascht oder glotzt oder so einfach zu viel vielleicht. Aber die Venus ist ja da auch der Planet der Beziehungen, der Werte und auch der Kunst, Musikkunst. Das heißt, diese Bereiche erfahren jetzt in den nächsten Tagen einen Zufluss, ne, sodass wir durchaus auf unsere Beziehung schauen können. Auch die Möglichkeit, vielleicht trotz rückläufiger Venus jemanden zu begegnen oder eine Begegnung anzuregen, ist hier möglich. Auch wieder mehr in Harmonie zu finden. Und sich auch vielleicht über Kunst, Musik und Ähnliches zum Ausdruck zu bringen. Das sind alles Themen. Und natürlich auch geht es hier um Werte und unseren Selbstwert. Was ist uns eigentlich was wert? Das ist auch eine Frage, die mit diesem Transit, den ich auch in den nächsten Tagen nochmal ansprechen werde, der damit bewegt wird. Soweit heute zum Tageshoroskop am Mittwoch. Bunter Strauß. Ich wünsche uns allen heute einen schönen Tag und melde mich morgen wieder. Bis dahin, alles Liebe und Tschüss.